Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf unserem Buildcraft-Server. Unsere Ölanlage ist ja gut am Laufen, aber wir haben momentan zu viel Öl, deswegen schalte ich mal kurz hier ab und wir gehen mal nach unten oder lassen uns fallen. Denn es gab ja zu wenig. Warum höre ich mich denn so komisch an gerade? Wir hatten ja zu wenig Wasser gehabt und muss ich gleich mal was gucken. Eins, zwei. Ich höre mich irgendwie doppelt. Naja, egal. Wir müssen also da noch ein paar mehr Motoren bauen. Und dafür bräuchten wir erstmal Kolben. Und für Kolben brauchen wir wieder Eisen. Habe ich jetzt wieder Eisen hier drin? Oh ja, das sieht gut aus. So, wir brauchen Eisen und wir brauchen Steine. Eins, zwei, drei Päckchen. Wir brauchen Redstone und wir brauchen erstmal nochmal Steine und wir brauchen Holz. Holz ist immer das Problem bei uns hier. So, hier ist ja meine Ablagekiste. Da ist auch kein Holz mehr drin. Wie sieht es denn hier hinten aus? Da habe ich ja eine ganze Menge Holz reingeworfen. Dann müssen wir das leider mal entführen hier. Andere Seite. Tja, tut mir leid, brauchen wir. Jetzt müssen wir erstmal Holz herstellen. Und zwar machen wir jetzt erstmal hier Tropenholz. Und machen wir erstmal Trichter. Und zwar, Quatsch, Trichter. Wir machen erstmal Kolben. Da wird hier oben Holz hingestellt. Hier neben kommt Steine hin. Hier kommt Eisen hin und in der Mitte kommt Redstone und wir bekommen Kolben. Da haben wir 64 Stück. Gut, mit den 64 Kolben kommen wir ja erstmal ein Stück weit. Jetzt bräuchten wir Holz. Zahnräder, zwei Stück. Und wir brauchen dann nochmal Holz und wir brauchen Glas. Genau, und Glas ist echt das Problem. Ach, wir hatten aber welches geholt und haben das dann hier hinten reingeworfen, glaube ich. Sieht sehr gut aus. Mal ein bisschen Platz machen wieder in der Kiste. Gut, ihr seht, es gibt ziemlich viel. Da hinten müssen wir mal ein bisschen dran arbeiten, dass wir da mehr reinbekommen. Da müssten wir irgendwie mal das Ganze umlagern. Tja, wie könnte man das machen? Denn hier ist zu wenig Platz. Das Glas müssen wir schon mal umbetten, sozusagen. Nehmen wir uns schon mal Eisen mit. Drücken mal hier auf Sortieren, dann gibt es auch wieder mehr Platz, weil dann tut sich das alles schön der Reihe nach sortieren. Wir nehmen jetzt mal hier von dem Glas was mit. Da brauchen wir eigentlich nur ein Päckchen. So, wir machen an die Seiten. Quatsch. So. An der Seite kommt das, in der Mitte kommt Glas, hier unten kommen Kolben hin und oben kommt Holz hin. Einmal, zweimal, dreimal haben wir 64 Stück. Aber so viel wollte ich gar nicht machen. Aber wir werden mal 32 können wir durchmachen. So. Dann ganz schnell wegräumen das Ganze. Wir hatten hier Kolben gehabt und wir haben Holz gehabt. Wir hatten hier Eisen. Wir haben noch Glas übrig. Und dann müssen wir hier hinten noch was nachfüllen. Ja, wieder Platz machen. Dann kann da neues Material reinlaufen. Denn die Maschinen müssen ja immer befüllt werden. Einmal, damit wir mehr Platz in den Kisten haben. Huch, da ist noch eins.
Und damit auch das Material dann endlich fertig wird. So, jetzt haben wir hier noch Zahnräder und wir haben Redstone. Motoren. Redstone. Hier ist voll. Die Redstone-Kiste ist voll. Und ich habe keinen Ausweichquartier dafür sozusagen. Gut, wir müssten dann nochmal gucken, dass wir Steine mitnehmen und noch ein bisschen von den denen und dann müssen wir noch Tanks mitnehmen. 12 Stück habe ich da noch. Super gemacht. Hilfsbrücke gebaut und wir haben ja jetzt hier noch ich muss hier was dran bauen. So. Und zwar der ist ja eigentlich voll. Wir müssen ja da hinten den weiterbauen. Ja, ganz falsch. Ich muss ja hier hin. Hier muss ja mehr produziert werden. Da wäre die Frage, ob wir nicht eine zweite Pumpe noch aufstellen. Die einfach nochmal doppelt so viel pumpt. Da müssten wir noch eine Pumpe bauen. Ich glaube, das wäre das Beste, wenn wir jetzt noch eine Pumpe bauen. Ja. Da muss ich ganz kurz nachgucken, wie das so ist mit den Pumpen. Habe ich jetzt. Ich hätte mir schon ein paar Sachen vorbereitet, allerdings habe ich die Pumpe nicht vorbereitet. Und die Pumpe, die ist. Folgendermaßen, wir brauchen Eisen und wir brauchen Redstone und Eisenspitzhacke. So, dann müssen wir erstmal ganz viel Eisen uns besorgen. Denn wir werden gleich mehrere bauen. Dann brauchen wir Stöcke. Oh, Stöcke sieht schlecht aus. Da müssen wir einmal dann hier ein Holz opfern. So, Stöcke machen. Und Eisenspitzhacken machen. Wir machen mal 3. So, dann brauchen wir wieder Redstone. Nochmal gucken. Wir brauchen Eisen Zahnräder. Die hatten wir, glaube ich, auch schon vorbereitet. Eisenzahnräder. Nein, aber hier sind Steinzahnräder. Da machen wir kurz Eisenzahnräder draus. So, haben wir einmal Eisenzahnräder. So, dann geht das Ganze folgendermaßen. Wir legen hier unten eine Spitzhacke rein. Hier kommt Redstone hin. Es kommt einmal außenrum überall Eisen. Werbung. Ich hasse Werbung. So, Redstone kommt nach oben und Eisenzahnrad in die Mitte. Redstone oben, Eisenzahnrad in die Mitte. Wir bekommen einen Minenbohrer. Davon bauen wir einfach mal 3 Stück. So, jetzt kann der ganze Müll hier raus und ich muss noch mal gucken. Ich bin gerade etwas vergesslich. Ah ja, gut. Super, wir legen einfach das dazu und das und bekommen eine Pumpe. Mal gucken, ob wir die stapeln können. Super. Und ich glaube, wir müssen von den Tanks müssen wir gleich noch mal welche nachbauen.
Das wird nicht reichen. Aber die sind ja auch leicht zu bauen. Das sollte eigentlich nur so ein Nebenprojekt jetzt werden. Ich wollte nämlich heute was ganz anderes mit euch bauen. Aber wir machen das mal ganz schnell, dass wir hier noch so ein Ding bauen. Und zwar einfach... Einfach hier, würde ich sagen. So, zurück damit. Wie sieht es hier aus? Hier ist ganz gut. Wir nehmen uns einen Ja, die Steine brauchen wir auch gleich. Dann brauchen wir die Motoren. So, die Pumpe, die hauen wir jetzt hier vorne dran. Und jetzt müsste sich eigentlich der Rüssel schon ausfahren. Sehen wir gleich. So, wir bauen mal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da kommen wir schon beim nächsten an. Kriege ich da noch irgendwie die Ecke? Dann müssen wir nach hier nur 7 bauen. Dann versuchen wir es mal in die andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Können wir auch nicht weiter gehen. So, bauen wir nach hier noch was. 1, 2, halt. Das ist falsch. So, seht gleich warum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier auch. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und wir müssen das jetzt noch hinten anschließen. Ja, ja, ich bin so gezielt bauen hier. Ja, noch alles. Genau. Weg damit. Redstone-Motoren. Nicht so. Nein, da sind sie abgestürzt. Schnell mal alles aufsammeln. Der kommt weg. So, jetzt kommen hier Motoren dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eigentlich egal, hier alles voll machen. Hier alles voll machen. Oh, und ich glaube, wir haben noch zu wenig Redstone-Motoren gebaut. Na, toll habe ich das gemacht. So, ich muss gleich erstmal diese Folge reinhören, weil... Ich habe ganz komischen Ton auf den Ohren. Dabei habe ich seit der letzten Folge gar nichts verändert. Also die letzte Folge war normales Minecraft. So, dann haben wir die Hebel. Und wir dürfen nicht hier direkt das dran bauen. Wir müssen es so bauen hier. Die laufen ja schon. Das sollen die aber noch gar nicht. Nein, 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 da wart ihr zu eifrig. So, hier zurück. Bis dahin. Und hier. Bis dahin. So. Dann kommt hier ein Schalter hin. Da kommt ein Schalter hin. Und da kommt ein Schalter hin. So, jetzt müssen wir natürlich noch Leitungen besorgen, die ich eben vergessen habe. Halt, wo ist denn hier überhaupt der Anschluss? Da müssen wir uns wahrscheinlich hier anschließen, weil wir sonst gar nicht die Wasserleitung erreichen. Oder?
Ja, wir holen jetzt erstmal Wasserleitungen und legen die da hin. Habe ich da jetzt tatsächlich einen Schalter an die Wand gesetzt. So, jetzt haben wir hier hoffentlich noch Wasserleitungen. Goldenes Wasserrohr 31 und Transportrohr 9. Transportrohr ist okay, aber haben wir denn noch... Haben wir denn noch... Kaktusgrün? Hier ist noch Kaktusgrün. Da sind noch ein paar Kakteen. Dann müssen wir das hier hinten reinhauen. Da gibt es keinen Strom mehr. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier erstmal die Kohle raussieben. So. Und die ganz schnell noch hier hinten reinwerfen. Und wer hätte das gedacht, es regnet schon wieder. Schön verteilen hier. Und ich wollte eigentlich mit euch diesmal in dieser Folge den Strom angehen. Ich wollte das mit den Solarzellen anfangen. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Hier noch drin. Oh, da ist noch super viel drin. Gut. Habe ich jetzt aber noch Kaktusgrün gehabt? Wo habe ich denn das hingestopft? Habe ich jetzt das Kaktusgrün da reingelegt? Ich bin ja auch doof. Das ist natürlich nicht das da. So. Liegt hier noch Kaktusgrün drin? 26 Stück. Damit kommen wir hoffentlich noch mal weiter und dann müssen wir draußen Kakteen ernten. So, dann hier die Wasser- und Transportrohre. Nein, lass mal so. So, wir legen die Dichtung hier rein und die Transportrohre und wir bekommen Wasserrohre. Da haben wir schon mal 64 Stück. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier draußen anschließen. Und hier muss ein Dach drauf. So, wo ist denn hier der Boden? Wir müssen uns also erstmal hier reingraben. Und mal gucken, wie das Ganze hier so aussieht. Da ist Erde. Okay, nochmal Erde. So. Und da müssen wir, glaube ich, nochmal eins tiefer graben. So, jetzt müssten wir ja eigentlich bei mehreren Wasserleitungen vorbeikommen. Tun wir aber nicht. Doch, hier. Da ist eine und hier ist eine. Okay. Draußen hat es ganz schön geblitzt. Mal gucken, ob da nicht vielleicht eine Anlage in die Luft geflogen ist. So, hier, das können wir eigentlich wieder zubauen. Und jetzt, wenn ich das hier drauf baue, dann verbindet sich das. Super. Gut. Dann können wir jetzt hier nämlich die Wasserleitungen dranlegen. Dann können wir hier wieder zubauen. Na, das donnert aber. Ne? So, gehen hier hoch. Sehr schön. Jetzt bauen wir es hier zu. Gehen dann hier nach hier drüben. Und das läuft eigentlich falsch hier. Das soll nämlich eigentlich nur nach da hinten laufen. Aber wir schalten jetzt einfach mal hier ein. Und setzen den hier dran. So, dann kommt da jetzt schon mal eine ganze Menge mehr Wasser rein. Da können wir in der nächsten Folge vielleicht
dann sogar schon wieder die Anlage einschalten. Und wir müssen natürlich hier noch ein Dach reinziehen. Das müssen wir auch in der nächsten Folge mal machen. Denn wir wollten ja auch uns um die Creeper kümmern. Ich glaube, da gehe ich einfach eine Etage höher. Und bauen wir einfach mal hier rüber. Der ist mit weg. So. Das öffnen. Haben wir hier einen Ausgang und dann können wir hier zubauen. Und da das ja nicht so super spannend ist, würde ich sagen, ich mache das jetzt mal hier zu und in der nächsten Folge, wenn ihr wieder zuguckt, dann habe ich das hier zugebaut und dann können wir mit anderen Sachen weitermachen. Ich hole in der Zwischenzeit mal Glas und sage dann mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, heute zuzugucken. Heute haben wir ja erstmal nur Wasser gelegt, aber in der nächsten Folge soll es dann losgehen mit der Solaranlage. Und dafür müssen wir verschiedene Vorbereitungen treffen. Wir müssen also erstmal einen Energiespeicher bauen. Und wie das geht, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Denn wir müssen erstmal was haben, wo wir die Energie, die wir produzieren, dann auch drin speichern können. Guckt also wieder in der nächsten Folge zu, dann zeige ich euch was Neues und hoffe, dass es euch gefällt und dass ihr ein bisschen Spaß bei der Folge hattet. Bis dann, macht's gut.